Oder da noch hole. Dürften ja eigentlich noch hier rein, oder? Abend. Die hier irgendwo. Guck mal, da ist noch was. Wo ist die Rolle? Die soll hier doch noch irgendwo sein, oder? Da. Da ist die Rolle. Die holen wir uns eben. Zack. Müsste doch hier irgendwo jetzt sein, oder? Willst du mich verarscht? Willst du mich verarscht? Die sollte doch hier irgendwo sein. Ich verstehe. Manchmal verstehe ich das Spiel gar absolut nicht. Zeigt mir hier die Rolle an. Dabei ist sie gar nicht hier. Hier muss hier irgendwo drin sein. Ja, mach doch endlich darüber. So. Dann muss die ja hier irgendwo sein, oder? Oder das Blaue da hinten. Was haben wir denn da? Haben wir auch nicht. Warum wird sie mir dann hier angezeigt? Hier so in der Nähe und so. Das ist doch... Verstehe, wer will, Alter. Ich auf jeden Fall nicht. So. Tisch mit Information. Was haben wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Missionen. Ich würde sagen, wir machen als erstes die. Dafür reise ich aber erstmal hier hin. Mache ich eine Schnellreise hier hin. Dann sparen wir uns ein bisschen den Weg. Ehrlich. Ja. Da. Da ist die Schriftrolle, kommst du da hin und... Ich sehe keine. Absolute Vollverarsche. Der Wahnsinn. Ja, ich hoffe, die Mission ist jetzt nicht die reinste Verarsche. Wollen wir nämlich eben mal dahin. Die ist da. Ist nicht allzu weit weg von hier. Passt doch. So, hier kommt es aber hoch, ne? Ja, ich weiß nicht. Also ich fand das besser, wo man sich auch nochmal nach hinten runterschmeißen konnte oder so, aber es geht ja hier nicht. Verändert. Deine Glieder überdauern. Du kennst keine Verderbnis. Wie weit ist die Schmiede? Die ist auch nicht ganz so weit, ne? Weißt du was? Wir machen uns danach eben kurz dahin. Seid gegrüßt, Priester. Möge dein Herz frohlocken, Magi. Freude ist rar, solange Memphis am Gestank des Todes erstickt. Ich möchte Pascherentas Beschwerde vom Informantentisch besprechen. Ah ja, wir suchen jemand Fähiges zur Untersuchung dieses Grabes. Die meisten haben zu viel Angst vor den Dämonen da drin. Aber Dämonen fürchten Priester.
Warum geht ihr denn nicht selbst? Ich bin ein Gefäß der Götter. Mein Beitrag ist das Gebet. Dann gehe ich zu den Dämonen. Betet, dass mich euer Glaube schützt. Ptah behüte dich. Ptah behüte dich. Bei dir sind keine Würmer. Du bist nicht abstoßend. Option, will ich Option gedrückt halten auf einmal. Egal, gucken wir gleich. So, hier ist die Schmiede. Erstmal möchte ich was verkaufen. Wie das? Ja, ich weiß, dass du das nimmst. Deswegen gebe ich es dir. Ist gut. Hauptsache, ich werd's los. Ich nehme es. Ja, guck mal, das ist schon wieder eine Menge Holz. Die wir uns da ranholen. Ich nehme es. Ein paar Schilder. Die wir ihn eben noch andrehen können. Ist gut. Boah. Ich nehme es. Hier, Steinkrug, willst du noch ein bisschen Plunder? Ist kannst gut. Du auch haben. Ich nehme es. Das kannst du auch haben. Ist gut. Oh, aber fast 10.000. So, kaufen, was hast du denn? Ja, das ist meine, ne? Ja, mehr hast du nicht, ne? Gut, nee, das will ich nicht kaufen. Aufrüsten. So, was kostet das? Das kostet 4.000. Alter, ist schon eine Menge Holz. Machen wir das eben. So, Stufe 26. Ich weiß nicht, ob ich das andere Schwert nehme, weil ich es benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Sehen wir das andere? Ne, das sehen wir gar nicht mehr. Oder nehme ich den Bogen? Qualität plus 32. Schaden geht direkt auf 142 hoch. Das ist schon eine Menge Holz. Ah, das ist mit 3 Schuss, ne? Kriegsbogen, leichter Bogen. Schnellfeuer, mehrere Pfeile. Weißt du was? Komm, wir nehmen den. So. Haben wir die Sachen auch direkt mal ein bisschen verbessert. Hat sich dementsprechend dann schon mal gelohnt. Und viel Glück. Quest, die ist. Es stinkt zum Himmel. Ja, so. Senu. Ah. Da ist der Eingang. Wollen wir mal eben dahin. Und hier ist die Gruft des Osiris. Reglos, reglos, reglos wie Osiris. Was haben wir denn hier? Das sieht aber schon nicht mehr nach Dämonen aus. Hier. Haben wir mal hier was zum Durchquetschen. Hier. Da. Irgendeine Spur? Nichts! An alle Anhänger des Sobek, Frohlock, sprecht hier eure Predigten und Gebete. Mögen eure Opfergaben den Einzug wahren Gott zufriedenstellen. Ihr wurdet nicht vergessen und sollt bei seiner Rückkehr für euren treuen Glauben belohnt werden. Okay. Noch nicht. Was haben wir denn hier?
Also hier wird es gute Kämpfe geben anscheinend. Ich möchte mich auch mal ein bisschen umschauen. So, oh, hier ist bestimmt ein Ausgang. Ja, komm. Wir hauen erstmal zurück. Ich dachte, wir finden hier vielleicht irgendwie ein bisschen noch was auf dem Weg, aber ist nicht so. Ja, der war gut. So, gehen wir hier mal eben wieder durch. Aber wir wissen auf jeden Fall schon mal durch den Brief, mit wem wir es hier zu tun haben. Bisher nicht. Das sind nicht gerade die netten Herren von nebenan, die wir hier nachher oder gleich treffen werden. Guck mal, hier ist auch ein Ausgang. Na, ja, das ist. Okay. Gehen wir wieder rein hier. Auch noch ein Ausgang. Von hier kommen wir. Den Hinweis? Ich zeig dir den Hinweis. Krieg gleich einen Arsch voll. Dieser Schatz sollte den Gestank bessern. Dafür lasse ich dich leiden. Hast du jetzt mit mir gesprochen? Ach, lass es krachen. Ja, guck mal, Alter. Er holt aus und ich mach das extra mit meinem Schild und da passiert gar nichts. Absolut nichts. So. Jo. Ich kann kaum atmen. Ich komme der Quelle dieses Gifts immer näher. Verstorbene, vergebt mir die Störung eurer Ruhe. Bitte gewährt mir Einlass. Okay. Verstorbene. So, da haben wir gerade um Einlass gebeten. Hä? Komme ich hier nicht durch? Okay. Jetzt haben wir schon keine Fackeln mehr, oder? Doch. So. Ich muss zurück. Okay. Ich dachte, das geht kaputt. Ah, gib mir mal die Fackel. Ja. Hm. Ach, guck mal hier. Das soll den Gestank vertreiben. Jemand war erst vor kurzem hier. Jemand ohne Angst vor Dämonen. Was im Namen der Götter ist diese Fäulnis? Ich sollte nach ihrer Quelle suchen. Die Mumien, sie verrotten.
Das ist ein Vergehen gegen die Toten. Hier. Das Fleisch ist verfault. Aber die Bandagen sind intakt. Sind die Bandagen intakt, liegt der Fehler beim Einbalsamieren. Die Angst vor Dämonen ließ das Verbrechen unentdeckt. Ich werde den Mumifizierungstempel besuchen. Da liegt der Fehler beim Mumifizieren. Okay. Dann wollen wir mal. Boah, das stinkt aber anscheinend. Wenn ihn das so betäubt. Ist mal so weit. Das ist schon ein gutes Stück. So, aber die brauchen wir erstmal nicht mehr. Kommen wir hier auch raus, oder? So. Oh, frische Luft. Ein größerer Segen als der des Priesters. Hammerhart. Dass man Tote so schändet, muss das sein. Das muss nicht sein. Natürlich wissen wir auch nicht, was das für Leute waren, die jetzt da rumliegen, aber ich glaube, so assi kann man nicht sein, dass man dann deren Leichen so schändet. Wie ist er? Da ist er. Wo reitet er hin? Ja, 28 ist schon eine Nummer zu hart noch. Deswegen lassen wir den mal vorbeireiten. Das Bewachen der Tempel war einst eine heilige Pflicht, die den Magi oblag. Und nun tut es niemand mehr. Das ist ja dann nicht so toll. Aber der ist schon... Ja, ein Fenster mal weiter von uns. Weil der ist noch ein bisschen zu gefährlich für uns. Meine Füße müde. Weil... Ja, wir sind erst 26. Und die hauen ganz schön rein. Friede sei mit dir. Möge Osiris über die Reise deines Lieben wachen. Ich brauche deine Dienste nicht. Ich inspiziere den Tempel. Du bist kein Priester. In wessen Namen entweihst du unsere Hallen? Im Namen des Hohepriesters. Schick einen Boten, wenn du es nicht glaubst. Ach ja. Der arme Pascharenta. Der Fluch lastet schwer auf uns allen. Mir sind zwei Einbalsamierer weggelaufen, seit das alles anfing. Und derzeit gibt es ja nur Ungelernte, um sie zu ersetzen. Diese ungehobelten Klötze. Hoffentlich werde ich sie bald wieder los. Ich freue mich auf ein Treffen. Wenn du im Namen des Hohepriesters hier bist, musst du ein mächtiger Mann sein. Werden die Leichname hierher gebracht? Ja. Dies ist das Tor zum Ibu. Zum Ort der Läuterung. Die Toten werden von ihren Familien hergebracht. Wir waschen sie mit den Tränen, die die Götter bei Osiris Tod vergossen. Vielleicht ist es auch nur Wasser. Wer weiß. So früh werden die Mumien sicher noch nicht manipuliert. Der Mann ist vermutlich unschuldig. Was machst du? Ja, ja, ich weiß. Du willst wissen, was ich hier mache. Ich wasche die Körper der Toten. Es ist eine Arbeit. Und die mache ich seit 10 Jahren. Da gibt es wenig zu erzählen. Ein Mann von meinem Schlag. Aber nicht ganz unverdächtig. Ist deine Neugier befriedigt? Noch nicht. Mach schneller. Du störst unsere Arbeit und die Totenruhe. Wie lange sind sie schon tot, wenn du sie bekommst? Ein paar Tage. Die Familien bringen sie nicht sofort hierher, damit wir sie nicht schänden können. Ja,
Warum hat man dich ausgewählt, die Hinterbliebenen zu begrüßen? Ob wir heute wohl ein paar Hübsche kriegen? So, quatschen wir mal mit dem da hinten. Ich möchte dich wirklich nicht zum Feind haben. Ich habe keine Feinde und auch keine Geheimnisse. Und so entfernen wir das Gehirn, nutzloses Organ. Nun werde ich die Flanke öffnen und entnehme die Leber, den Magen, die Lungen und den Darm. Sie verwesen als erste Teile des Körpers. Faszinierend. Wir kriegen hier fast nie Besuch. Komm jederzeit gerne vorbei. Freundlichkeit ist ein guter Deckmantel. Aber ich verdächtige ihn nicht. Werden die inneren Organe auch entsorgt? Bei Osiris, nein. Sie werden in Kanopen gelegt, bewacht von den Söhnen des Horus. Das Herz bleibt in der Brust, wo Maat es gegen die Feder der Wahrheit abwägen kann. Dir scheint das zu gefallen. Tote sind eine gute Gesellschaft. Sie beschweren sich nie. Und wenn sie starren, dann sieht man eben weg. Wenn man ihrem Blick nur so leicht entgehen könnte. Bitte? Hab dich nicht verstanden. Vergiss es. Mhm.